Ich gehe nicht hin. Stell dir vor, das Hotel steht in Flammen. Tut es gleich, wenn wir nicht aufhören. Ich werde es kurz machen, wer auch immer da ist. Wilson, Sie sind's. Kommen Sie noch rein. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Stellen Sie sich da drüben auf den Tisch. Das sieht ja ziemlich schwer aus. In der Tat, das ist Wilson, das ist meine zukünftige Ehefrau Sophia. Sophia, das ist Wilson Edwards hier. Fertigt Sachen auf Bestellung an. Wirklich? Ja. Was denn für Sachen? Wieso öffnest du es nicht und siehst nach? Was? Ich wäre hoch erfreut, wenn Sie es tun würden, Ma'am. Na, sag mal, wie lange willst du noch warten? Ich hab dich verehrt. Du hattest Mut bewiesen, als du damals um Brandon und gegen Mr. C und all die anderen gekämpft hast. Ja, es war schön, mit dir zusammen zu sein. Du warst an allem interessiert. Du wolltest jede Einzelheit von mir wissen, was ich tue, wen ich traf, wen ich sah. Ich glaubte, du würdest mich lieben. Ich glaubte, du würdest mich verstehen. Bleib da und komm uns nicht zu nahe. Du sagst das so, als wäre ich schon tot, aber das bin ich nicht. Ich lebe noch. Cruz, ich bin nicht der Mensch, über den du gerade gesprochen hast. Liebst du mich denn gar nicht mehr? Hat es dir denn nicht gefallen, mit mir zu schlafen? Natürlich hat es das. Was sagst du jetzt eben? Santana, lass das! Erinnerst du dich noch an das letzte Mal? Ja. Weißt du noch, was du mir alles gesagt hast? Selbstverständlich. Sag's ihr! Santana, sag's ihr, mach schon! Ich sagte, dass du wundervoll wärst. Und? Das warst du auch. Und was noch? Was hast du über meinen Körper gesagt? Ich sagte, dein Körper sei wunderbar. Und meine Brüste? Ja. Du hast gesagt, dass du mich liebst? Ja. War das dein Ernst? Hast du das ernst gemeint? Ja, ich meinte es ernst. Und dann, du hast mich die ganze Nacht gehalten. So war es doch. Und als wir aufgehört haben, uns zu lieben, da bist du aufgestanden und hast das Fenster geöffnet. Wir sahen die aufgehende Sonne und dann hast du mich geküsst. Louis, du hast mir gesagt, dass es mit keiner vorher so schön war. Du weißt es doch, Eden, das ist die Wahrheit. Cruz lügt niemals. Du wolltest mich doch, oder? Wir beide haben uns geliebt und sind glücklich gewesen. Und so ist es noch. Oh Gott, Santana, ich habe dich geliebt, seit wir Kinder waren. Diese Art von Liebe habe ich nicht gemeint. Dies bedeutet dir nichts, ich weiß, aber es ist etwas, worauf man sein Leben aufbauen kann. Ein Gefühl von Familie. Ich meine, verstehst du das denn nicht? Ich wollte nicht deine Schwester sein, sondern einfach deine Frau. Gut, es war ein Fehler. Ja, ich bin gescheitert. Aber willst du wirklich, dass es so endet? Trotz all dem, was passiert ist. Hast du es nicht nötig, dein Leben auf diese Weise zu ruinieren? Santana, jetzt gib endlich die Waffe her! Komm schon, ich werde dir nichts tun. Leg die Pistole auf den Tisch. Leg sie bitte dort runter. Santana. Nein! Jetzt bleibt da, wo ihr seid! Raus hier, Mason! Was willst du hier eigentlich? Ich weiß nicht, was sie hier zu suchen haben. Was wollen Sie hier? Santana weiß das ganz genau. Sie weiß es besser als irgendjemand sonst. Du willst mir doch nicht etwa wehtun. Wieso bist du hier? Weil ich in dieselbe Sackgasse gedrängt wurde wie du. Gib mir die Waffe. Nein, bleib da stehen! Keiner hier bewegt sich. Ich kenne deinen Schmerz. Reicht das nicht? Nein. Nein, niemand hier versteht meinen Schmerz. Niemand weiß, was ich durchgemacht habe. Vor ein paar Wochen habe ich alles verloren. Dasselbe fühlst du jetzt. Du hattest eine Familie, einen Ehemann, ein Kind und jetzt, wenn du dich umsiehst, siehst du nichts. Nichts, an dem du dich festhalten kannst. Du fällst und fällst immer weiter. Ich lass dich nicht fallen, Santana. Dein Leben ist nicht zu Ende, du wirst wieder glücklich. Wie soll ich ohne meinen Sohn glücklich werden? Er ist mein Ein und Alles. Ohne ihn hat mein Leben keinen Sinn und ihr habt ihn mir weggenommen. Wir alle denken, es gibt Sachen oder Menschen, ohne die wir nicht leben können. Aber muss es denn wirklich so sein?
Du musst stark sein. Nein, nicht ohne Brandon. Du weißt ja gar nicht, wie sehr ich ihn brauche. Natürlich weiß ich das. Deswegen wollten wir doch heiraten schon vergessen. Wir hätten es tun sollen. Und wissen, hätten wir es doch nur getan. Nichts von all dem wäre passiert. Lass diese Schuldbekenntnisse sein. Es ist der falsche Zeitpunkt für Reue. Lass es sein, Santana. Du kannst von vorne anfangen, aber du musst es jetzt tun. Gib mir die Waffe. Nein, weh, du bewegst dich! Nein, Mason, nicht doch! Sie wird nicht schießen. Keine Angst, sie wird nicht. Halt, Mason! Ein Schritt noch und ich drücke ab! Du hast etwas an dir, was Diamanten erst zum Leuchten bringt. Es sind die wunderschönsten, die ich je gesehen habe. Du bist die wunderschönste Frau, die ich kenne. Bitte, vergiss das nie. Wie könnte ich das je vergessen, dieser Tag? Es ist, als würden 100 Träume wahr. Schön, dass du das jetzt zur Sprache gebracht hast. Was denn? Na, deine Fantasien. Ich habe nämlich auch Wunschträume. Könnte ich möglicherweise etwas tun, damit sie wahr werden? Oh ja, ich würde sogar sagen, es ist schwierig, ohne dich dabei auszukommen. Ach was, tatsächlich? Was möchtest du? Oh, was ich möchte? Ich möchte mich wohlfühlen. Hilf mir doch erstmal dabei, meine Krawatte abzunehmen. Gut, und was dann? Folge doch einfach deinem Gefühl. Bist du hungrig? Füttere mich. Willst du sie entkernt oder willst du sie lieber so? Aus Zeitgründen würde ich sagen, lieber doch so. Ich weiß nicht, habe ich dich richtig verstanden? Was willst du? Ich weiß doch, wonach du dich sehnst. Nach meiner absoluten Knechtschaft. Und dass ich mich dir völlig ausliefere. Ach, wäre das schön. Meine Schuhe. Sie sind so furchtbar eng. Nicht auszuhalten. Oh. Verrückte Forderungen kann doch niemand eingehen. Ist das dein Ernst? Wenn Cece Capwell Edens Leben gegen Brandons tauschen könnte, würde er es sofort tun. Oder stimmt das etwa nicht, Ted? Haben Sie eigentlich schon Mom und Dad gefunden? Nein, noch nicht. Na, großartig. Wenn das jemand Santana sagt, wird sie denken, dass alle sie nur anlügen. Wer weiß, was sie tun würde, wahrscheinlich völlig durchdrehen und Cruz und Eden umbringen. Jetzt hör aber auf und halt den Mund. Wir hätten nicht weggehen sollen. Das sagst du? Du müsstest dich eigentlich ins Krankenhaus bewegen. Wir können dem Himmel dafür danken, dass sie uns hat gehen lassen. Hm? Das Krankenhaus hat mir auch sehr geholfen. Mein Bein schmerzt jetzt 1000-mal mehr als vorher. Der Arzt sagt, es kommt wieder in Ordnung. Denkst du, die sagen je was anderes?
Ach übrigens, ehe ich's vergesse, ich habe deine Rechnung bei der Notaufnahme bezahlt. Ich meine, ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht, weil du niemanden außer dir selbst hast, den du beschuldigen kannst. Hey, ich habe Santana nicht die Waffe gekauft. Ja, aber du hast deinen Mund mächtig aufgerissen, als du ihn besser hättest halten sollen. Da kommt die alte Gewohnheit durch. So sieht das also aus. Da läuft eine Wahnsinnige in der Stadt herum, die alle Leute mit einer Waffe bedroht und alles, was ihr beide tut, ist, auf einem armen Krüppel herumzuhacken. Oh nein, dir würde doch eine ganze MG-Salve nichts ausmachen. Weißt du, woran du mich erinnerst? An einen Hai. Haie können zwar ihre Zähne verlieren, dahinter jedoch kommt sofort eine neue Reihe zum Vorschein. Mason, diese Waffe ist geladen. Genauso habe ich auch gefühlt, Santana. Mir war alles egal. Es hat so geschmerzt, dass nichts hätte schlimmer sein können, nicht einmal der Tod. Ich wollte etwas so Furchtbares tun, dass man sich gezwungen sah, mich aus meiner Misere herauszuholen. Willst du das auch? Vergleiche mich nicht mit dir. Diesen reg sie bloß nicht auf. Es gibt einen besseren Weg, Santana. Ich bin darüber gestolpert und weiß nicht einmal wie. Aber der einzige Weg, meine Dankbarkeit zu zeigen, ist, jemand anderem zu helfen. Bitte, Santana, lass mich dir helfen. Nein, niemand kann mir helfen. Ja, da ist was dran. Du musst dir selbst helfen. Und wenn du nicht allein bist, wirst du Erfolg haben. Mason, wir sind doch alle allein. Siehst du das denn nicht? Wir werden allein geboren und wir sterben allein. Und so ist das. Und alles dazwischen. All die Zeit dazwischen versuchen wir nur, uns selbst zu betrügen. Du hast nur Angst, Santana. Du fürchtest dich davor, in dein Inneres zu blicken und etwas zu finden, was du dir nicht verzeihen würdest. Vor circa 7 Jahren, als du deinen Sohn weggegeben hast, das war genau der Tag, an dem du aufgehört hast, dich zu lieben. Ist es nicht so? Nein. Das wirst du nie vergessen. Und jetzt könntest du den ersten Schritt machen, wieder mit dir ins Reine zu kommen. Wie kann ich mich denn je wieder Mutter nennen? Es gibt nichts, was wir tun, was wir nicht auch wieder gut machen könnten, Santana. Wir brauchen nur bereit zu sein, das Licht hereinzulassen. Komm zu mir, sei vernünftig. Hör auf, dich zu wehren. Du musst nicht mehr kämpfen. Gib mir die Waffe. Ist ja schon gut. Es wird ja alles wieder gut. Lass uns gehen. Einverstanden? Oh Gott, war das ein Tag. Also wann sitzt Santana endlich im Gefängnis? Das dauert, der Papierkram, weißt du. Was tust du eigentlich noch hier, eine Champagnerverabredung veranstalten? Ich will nur sicher sein, dass nichts schief geht. Ich würde nicht schlafen können, wenn ich wüsste, dass sie nicht sitzt oder in letzter Minute freigelassen wird. Dein Mitgefühl ist vorbildlich für uns alle. Du bist genau der Richtige, um Sprüche zu machen. Du bist doch derjenige, der sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist. Du musst dir einen großen Schreck gekriegt haben, als sie heute ausgeflippt ist. Das wäre auch ohne mich passiert. Sie stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und du hast ihr den Rest gegeben, hm? Darf ich dich daran erinnern, dass du ihr die Pillen gegeben hast? Sie brauchte mich nicht. Jeder Atemzug hätte sie schon umgeworfen. Was für ein Feigling. Du würdest mir gern die Schuld für alles geben. Ach, denkst du? Ganz sicher. Du hast es immerhin geschafft, dich aus der Affäre zu ziehen. Soll ich mich vielleicht noch dafür entschuldigen, dass ich klug gewesen bin und nicht mein Maul aufgerissen habe? Etwas Besseres war unmöglich. Wenn es Gerechtigkeit auf der Welt gibt, müsstest du an Krücken laufen. Wenn es Gerechtigkeit gäbe, müsste Santana frei leben. Oh, bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Und gleich wirst du behaupten, dass du in Wirklichkeit dich um sie gesorgt hast. Genau. Na, sehr viel mehr als um mich, scheint mir. Nur, dass wir uns darüber im Klaren sind. Du bist mir auch egal. Ach, was machst du heute Abend? Nichts Besonderes. Wie wär's denn, wenn du mich heute Abend besuchen würdest? Es wird dir wohl entgangen sein, aber ich laufe an Krücken. Na ja, aber... Zum Schlafen legst du die Dinger doch beiseite. Mason! Du kannst Santana bald besuchen. Sie haben gesagt, dass sie etwas Zeit mit ihrer Familie verbringen darf. Hast du das arrangiert? Das war nicht sehr schwer. Ich danke dir.
Ich glaub's noch gar nicht, was du heute alles getan hast. Und dass sie dir zugehört hat, das ist mehr als irgendein anderer in letzter Zeit erreichen konnte. Es war nicht nur mein Verdienst. Sie wollte hören, was ich zu sagen hatte. Es ist schwierig, das zu erklären. Das brauchst du auch nicht, Mason. Du hast etwas sehr Gutes getan. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Gracias. Ja, also, das war ja wirklich eine rührende Szene. Guten Tag, Gina. Du warst also der rettende Engel. Sieh einer an, du bist eine Berühmtheit. Ich wette, die Polizei wird dich jedes Mal anrufen, wenn einer droht, aus dem Fenster zu springen. Das bezweifle ich. Du solltest das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ich finde, es wird langsam Zeit für dich, dass du in die Politik gehst. Du warst doch schon früher an einem Amt interessiert. Nein, ich bin nicht an Politik interessiert. Das ist ja ganz was Neues. Du sagst es. Komm schon, Mason, was ist los? Raus damit! Was soll sein? Na, findest du nicht, dass du mit dem weißen Anzug und dem Bart etwas zu dick aufträgst? Ich meine, was soll man von dir denken, dass du für den Himmel übst? Weiß war eine Frage des Kontrasts, das nur nebenbei. Der Himmel hatte damit nichts zu tun. Die Farbe spiegelt meine seelische Verfassung wider. Naja, eben die Bejahung des Lebens. Ich denke, dass du ein wenig übertreibst. Findest du nicht auch, Mason? Ich übertreibe keineswegs. Hört sich aber komisch an. Ich werde dir den Spaß nicht verderben. Du könntest mich jedenfalls anrufen, falls du zu deiner Gottlosigkeit zurückkehrst. Ist Santana noch hier? Ja, wenn Sie mit ihr sprechen wollen, müssen Sie ein formelles Gesuch einreichen, nehme ich an. Es wird nur Familienmitgliedern erlaubt. Gut, ich versuche es. Mason, wir alle schulden Ihnen etwas. Sie haben heute Courage gezeigt. Courage zeigen heißt Angst überwinden. Ich hatte keine Angst. Nun, trotzdem vielen Dank. Ich habe versucht, es Gina zu erklären, aber ich glaube nicht, dass sie schon so weit ist, es aufzunehmen. Dazu werden wahrscheinlich alle etwas Zeit brauchen. Ich habe reichlich davon. Gute Nacht. Sonnenstich möglicherweise. Oh, meine verkrüppelte Freundin ist noch hier. Wo sollte ich denn sonst sein? Ach, keine Ahnung. Dir vielleicht ein Schaumbad einlassen oder mal zum Friseur gehen. Ach, und das sollte ich alles für dich tun? Ja, ich habe sogar einen Duftvorschlag für dich in Richtung orientalisch würzig. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Darf ich das erklären? Lass euch bitte nicht stören. Jetzt weiß ich wenigstens, was für ein Team ihr abgibt. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Du weißt, was das bedeutet. Wir waren heute bei Santana. Jetzt bin ich sicher, dass sie in einigen Punkten die Wahrheit gesagt hat. Also, Cruz, du bringst mich zum Lachen. Das kann doch nicht wahr sein. Erst läufst du in der Gegend rum und sagst, dass Santana Wahnvorstellungen hätte. Und dann sagt sie etwas, wovon du glauben möchtest, dass es die Wahrheit sei. Und siehe da, sie ist wieder bei Verstand. Moment, bestreitet ihr, Santana mit Tabletten versorgt zu haben? Aber selbstverständlich. Aber ihr zwei Herzchen solltet sehr genau überlegen, was ihr sagt. Ich führe hier die Untersuchung. Und wenn ich herausfinde, dass etwas wahr ist, was sie gesagt hat, irgendetwas, werdet ihr beide sehr viel schlechter dran sein als sie. Das sage ich euch. Ist das klar? Cruz, geh nicht weg. Ich hab dir noch etwas zu sagen. Ich weiß, es klingt vielleicht etwas jämmerlich, aber ich muss es dir sagen. Es tut mir leid, Cruz. Es tut mir so wahnsinnig leid. Nein, nein, Santana, mir tut es leid. Was du heute über unsere Liebe gesagt hast, war das dein Ernst? Mein voller Ernst. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich glaube, dass es Jahre her ist, dass ich das Gefühl hatte, etwas Richtiges zu tun. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ich würde sagen, du kannst sicher... Cruz. Cruz, lass uns doch bitte versuchen, uns nur an die schönen Dinge zu erinnern. Leb wohl. Leb wohl. Leb wohl.
Tut mir leid, Schatz. Ich hätte es wissen müssen. Gut, dass du es nicht gewusst hast. Du hättest dir Sorgen gemacht. Gott sei Dank hat er nichts gewusst. Wo ist Santana jetzt? Ich hoffe so sehr, dass sie Hilfe erhält. Sie wird auf dem Revier festgehalten. Mason, ich habe gerade Mom und Daddy erzählt, wie toll du die Situation gemeistert hast. Danke, Mason. Willkommen daheim, mein Junge. Du warst sehr lange weg. Tja, ich hatte viel zu tun. Ich musste einen Weg finden, ohne Mary weiterzumachen. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich bin stolz auf dich. Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Nein, du lügst. Du hast lange Zeit auf dein Glück gewartet, Eden. Jedes Mal, wenn es näher kam, fühltest du schon, wie es dahin schwindet. Gib nicht auf. Auch du wirst dein Glück finden. Woher weißt du das? Ich sagte nur, gib nicht auf. Danke, Mason. Schön, dass du wieder da bist. Irgendetwas hat sich bei euch beiden verändert. Genau das wollte ich gerade auch dir sagen, mein Lieber. Glücklich seht ihr beiden aus. Das steht euch ins Gesicht geschrieben. Tut es das? Wir haben schon das Datum für die Hochzeit. So etwas dachte ich mir schon. Haben wir auch deinen Segen? Den braucht ihr nicht. Genau wie Eden habt ihr lange darauf gewartet, um glücklich zu sein. Ich freue mich für euch. Danke, Mason. Doch wir wollen, dass unsere Kinder unser Glück teilen. So ist es doch, nicht wahr, Schatz? Wie geht es Kelly? Ihr geht's gut. Glücklicherweise ist sie nicht mehr in diesem furchtbaren Krankenhaus. Sie konnte nicht hierbleiben, während ihr Prozess noch anhängig ist. Also haben wir sie an einen sicheren Ort gebracht. Dort ist sie allein. Wir werden sie so schnell wie möglich wieder herholen. Gut, ich vermisse sie. Darf ich? Ich erwarte diesen Anruf. Hallo? Ja, hier ist Mason. Hallo, Lilly. Ich dachte mir, dass Sie es sind. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie haben immer noch vorzukommen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, Vorbereitungen zu treffen, aber das werde ich so bald wie möglich tun. Sie finden alles, was Sie brauchen, wenn Sie hier sind. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, bis dann, Lilly. Ja, Sophia. Ich muss gestehen, ich bin erstaunt. Nun, wir haben uns über den Anruf gewundert. Kennen wir Sie? Ihr werdet sie sehr bald kennenlernen. Lilly kommt nach Santa Barbara. Wer ist sie? Sie ist der Grund dafür, dass ich hier stehe. Sie hat mir das Leben gerettet. Na, dann dürfen wir ja gespannt sein. Ihr habt noch nie jemanden wie sie kennengelernt, das verspreche ich euch. Also kommt sie deinetwegen? Nicht nur, sie muss hier arbeiten. Und ich bin daran nicht unbeteiligt. Ich würde euch gern mehr erzählen, aber ich bin sehr müde. Würde es euch was ausmachen, wenn ich mich oben etwas hinlege? Natürlich nicht, geh nur. Danke. Mason. Wir sind sehr froh, dich wieder zu Hause zu haben. Schön, ein Zuhause zu haben, wo man noch hinkommen kann. Ich habe ein paar Jungs rübergeschickt, um Kelly Capwell abzuholen. Aber sie ist uns entwischt. Was? Sie war zu Hause bei den Capwells und ich weiß nicht wie, aber sie ist weg. Aber wo ist sie denn hingegangen? Glaubst du denn, ich würde mir hier die Haare raufen, wenn ich's wüsste? Wie konnte man sie nur entwischen lassen? Das weiß ich nicht. Warte, sie ist vernehmungsfähig und sie kann sich vor Gericht verantworten. Also hol das FBI, du kannst sie doch nicht einfach abhauen lassen. Wieso willst du sie eigentlich vor Gericht bringen? Dafür habe ich meine Gründe. Du machst seit Wochen irgendwelche Andeutungen. Was hast du vor? Nichts, was dich zu interessieren hat, mein Lieber. Sei schön vorsichtig, Kleines. Wenn du Informationen über sie oder über Dillons Tod hast, ist es deine Pflicht, sie dem Staatsanwalt mitzuteilen. Meine Pflicht? Wieso denn, Kies? Treib keine Spielchen mit mir. Schätzchen, komm mir nicht mit Bürgerpflichten. Verstehst du? Die sind doch in Santanas Fall alle auf der Strecke geblieben. Und du hattest wenig Interesse daran, dass ich in diesem Fall die Wahrheit sage. Also dräng mich bitte jetzt nicht. Wohin gehst du? Ich muss ein paar Telefonate führen, um herauszufinden, wo Kelly Capwell ist, denn ihr Versager könnt sie scheinbar nicht finden. Oh, und übrigens, Schätzchen, das mit dem Schaumbad und dem Parfum hat sich erledigt. Irgendwie bin ich nicht mehr in Stimmung.
Du bist ja noch hier. Ja, ich war nur kurz weg. Ich musste herkommen. Wieso? Ich glaube, wenn ich länger hier bleibe, fange ich an zu verstehen, was hier passiert ist. Wir können glücklich sein, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Es wurde niemand ernsthaft verletzt? Nun ja, Jean, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm gewesen ist. Und was ist mit Santana? Sie hat völlig zerbrochen vor uns gestanden und ich sag dir eins, damit werde ich nie fertig werden. Ich weiß. Kurz nach der Ausbildung lernten wir sehr intensiv, wie man sich auf einer Unfallstelle verhält. Wir dachten, wir hätten's drauf. Und dann kam der erste Anruf wegen eines Auffahrunfalls mit 5 Autos auf der A101. Doch die Opfer waren dann keine Attrappen mehr. Es waren echte Menschen, die noch wochenlang wie Echos in meinen Ohren nachhalten. Und so habe ich mich heute auch bei Santana gefühlt. Ich weiß. Sie wollte sterben. Ja, das wollte sie. Sie hat die ganze Sache aufgezogen, weil sie glaubte, sie wäre diejenige, die erschossen werden würde. Wo ist sie jetzt? Bei der Polizei. Ich weiß, dass fast alles nur meine Schuld ist. Ich wünschte, es gäbe etwas, was ich sagen oder tun könnte. Ich weiß, das wünschte ich auch. Na, wenigstens bist du okay. Ja, Eden, und dafür sollten wir Gott danken. Wer ist da? Mach auf! Ich hab keine Zeit. Mach schon auf, oder ich trete die Tür ein. Nein, so stark bist du nicht. Die Tür aber auch nicht. Was erwartest du von einem billigen Motelzimmer? Mahagoni? Das hätten wir. Also. Vielleicht solltest du lieber reinkommen, sonst werde ich noch wegen Ruhestörung eingesperrt. Das wirst du ganz sicher, wenn du keine Antworten auf meine Fragen weißt. Deswegen bin ich gekommen. Weswegen bist du hierher gekommen? Ich will wissen, was du mit Kelly vorhast. Wie soll ich denn das verstehen? Denkst du eigentlich, dass ich blöd bin? Du hast doch behauptet, du würdest über Kelly ins Haus der Capwells gelangen. Kelly sollte vor Gericht und du wolltest zur Heldin werden. Und wo sind bitte sehr jetzt deine Beweise? Hör zu, Kies, findest das du nicht... Das war das Stichwort. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen... Erlaube mal, lass das! Häng sie wieder auf! Du sollst sie aufhängen! Los, setz dich! Ich werde deine ganze Bude auf den Kopf stellen, bis ich finde, was ich suche. So einfach ist das. Du bist verrückt. Ach, verrückt? Ja. Du hast mich noch nicht gesehen, wenn ich richtig verrückt werde. Du weißt noch nicht mal, wonach du suchst, oder? Da irrst du dich, meine Liebe. Ich weiß sehr genau, wonach ich suche. Ach, wirklich? Sag mal, wonach. Es ist tödlich und metallisch. Man kann auch Handfeuerwaffe dazu sagen. Was hat denn eine Waffe damit zu tun? Ich meine, was hat Kelly damit zu tun? Ist dir etwa entgangen, dass ich die Einzelheiten dieses Falles kenne? Und zwar ziemlich genau. Es war nämlich so. Dylans Bruder machte bestimmte Behauptungen während Kellys Krankheit. Er sagte, dass Dylan eine Handfeuerwaffe besessen hätte in der Zeit, in der er mit Kelly ein Verhältnis hatte. Und weißt du was? Sie haben nie eine Waffe gefunden. Sie durchsuchten das ganze Hotel und fanden nichts. Sie haben auch vor dem Hotel gesucht, wo er nach seinem Absturz lag und fanden auch nichts. Und deswegen denkst du, dass sie hier ist? Wie kommst du bloß darauf? Keine Ahnung. Die Frage ist, hast du sie? Nimm doch mal an, ich hätte sie. Würde das Kelly entlasten? Es würde zumindest beweisen, dass sie sich zu Recht verteidigt hat. Nein, es würde nur beweisen, dass Dylan eine Waffe hatte. Es würde nicht beweisen, dass er sie benutzt hat. Ich brauche von dir keine Vorträge über die Rechtslage. Ich werde die Waffe schon finden. Hey, Moment mal. Die Waffe, würde sie etwa alles beweisen? Braucht man nicht einen Zeugen? Einen Zeugen? Du hast also gesehen, wie es passiert ist? Nein, ich war nicht in dem Hotelzimmer. Ich schon aus damit! Ich sah weder Dylan noch Kelly. Hat's jemand anders gesehen? Wer war's? Ich weiß nichts. Du weißt genau, was passiert ist. Vielleicht hast du es nicht gesehen, aber du weißt, was passiert ist. Es hat was von einem Rätsel. Ich war nicht in dem Hotelzimmer, aber ich weiß sehr genau, was an diesem Abend vorgefallen ist. Ja, das weiß ich. Natürlich, ich Idiot. Ja, jetzt komme ich drauf, endlich. Da war doch eine Videoüberwachung im Nebenzimmer, nicht wahr? Sie haben dich im Auge behalten. Du wurdest überwacht.
Und das wusstest du. Du hattest dich abgemeldet und Kelly zog ein. Dann kam Cruz zu mir und wollte wissen, wieso die Überwachung abgebrochen wurde. Denn er hoffte auf eine Aufzeichnung der Vorfälle zwischen Kelly und Dylan. Es wurde doch etwas aufgezeichnet. Und du hast den Videofilm. Nur das Talent, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Komm schon, gib ihn mir. Träum weiter. Es handelt sich hier um Beweismaterial in einem Mordfall. Wenn du mir die Kassette nicht gibst, wirst du vorgeladen. Ich weiß nichts von einer Kassette. Und wenn, dann würde ich sie so lange behalten, bis ich eine Unterhaltung mit C.C. Capwell hatte. Da irrst du dich. Ich werde nicht ohne sie gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass du heute Nacht zurückkommen würdest. Ich will nicht, dass du denkst, dass ich auf dich gewartet hätte. So war es nicht. Nein, nein, das habe ich nicht gedacht. Wie geht es Santana? Schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, du wärst lieber allein. Nein, bitte bleib. Eden, geh nicht. Das musst du nicht sagen. Na, hör mal. Deswegen sage ich es nicht. Wenn du es möchtest, dann bleibe ich. Bitte. Tja, ich weiß nur nicht, wie ich darüber reden soll. Dann lass es, wir müssen es doch nicht. Wir haben uns verabschiedet. Und aufgehört zu kämpfen. Sie sagt, sie will mich glücklich in Erinnerung behalten. Darauf wusste ich nichts zu sagen. Ich dachte, ich wüsste es, aber anscheinend bin ich der Einzige, der gar nichts weiß. Sie öffnete einfach ihre Arme und ließ mich gehen. Ganz einfach so. Ich meine, sie hat gar nichts, weiß nicht mal, wo sie heute Nacht schlafen wird. Und dennoch ließ sie mich gehen. Ich wollte ihr sagen, wie tapfer sie ist und wie sehr ich es ihr wünsche, dass sie das alles durchsteht. Weißt du, dass du ihr das wünschst? Ja. Sie wünscht mir, dass ich glücklich bin. Könntest du im Moment glücklich sein? Ich habe ihr Leben ruiniert. Woher soll ich denn das Recht auf Glück nehmen? Ich denke nicht daran, es sei denn, du wirst ein bisschen netter. Ach, willst du überhaupt, dass jemand nett zu dir ist? An einem Mann interessiert dich doch nichts, außer... Außer was? Außer er lehrt dich das Fürchten. Und solltest du mir noch so viel Angst machen, die Kassette gebe ich dir nicht. Hm? Wie geht's deinem Bein? Na, wie? Was? Hm? Brauchst du die Krücken wirklich? Ja, ja, natürlich. Na, zeig doch mal, wo tut's denn weh? Hier vielleicht? Nein. Oder tut's hier? Hör auf damit! Lass mich endlich in Ruhe! Schätzchen, du bist absolut hilflos. Ich meine, du ziehst wirklich eine gute Show ab, aber alles, was du in Wirklichkeit bist, ist ein Wrack in einem mottenzerfressenen, was immer auch dieses Ding ist, das sich nicht einen halben Meter aus seinem Motelzimmer bewegen kann. Ich meine, ohne diese Krücken, echt? Was willst du damit erreichen? Mich demoralisieren? Oh nein, nein, sagen wir, dein Leben ist nicht gerade etwas, was eine junge Frau grün vor Neid werden ließe. Was redest du bloß für einen Unsinn? Du weißt überhaupt nichts über mein Leben. Du bist doch fix und fertig. Das Einzige, was dich noch am Leben hält, ist die kranke Illusion, dass die Capwells dich wieder aufnehmen. Meinst du, das wird jemals geschehen? Ja, die niedliche kleine Videokassette wird dafür sorgen. Deswegen wirst du sie auch nicht bekommen, mein ja, Schatz. Ja, ich weiß, es wird nicht leicht werden. Nichts ist leicht im Leben. Du brauchst mir nichts vom harten Leben zu erzählen, Kies. Glaub mir, das kenne ich. Nichts ist mir je geschenkt worden. Aber ich bekomme immer, was ich will. Ach ja? Niemand hätte gedacht, dass ich einen Capwell heiraten würde. Ich habe es dennoch geschafft und ich werde es wieder schaffen. Woher nimmst du nur deine Zuversicht? Denkst du, ich passe hier rein? Ich bin zu etwas Besserem berufen. Ja, das hier ist nur ein kurzer Aufenthalt auf dem Weg ins Paradies, nicht wahr? Irgendwann kriegst du sie. Die richtigen Kleider und die Kreditkarten. Und die Kreditkonten natürlich auch. Und alles Geld der Welt. Und das Scheckbuch ist in Leder gebunden. Selbstverständlich. Ganz genau. Was könnte eine Frau sonst noch wollen?
Ich weiß nicht, Keith, sag du es mir. Was könnte ich sonst noch wollen? Da fragst du noch. Es ist erstaunlich. Nach allem, was Santana durchgemacht hat, ist sie diejenige, die allein bleibt. Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch unglaublich grausam, findest du nicht? Du kannst daran nichts ändern. Und helfen kannst du ihr auch nicht. Gruß, sieh mich an. Also mir gefällt es genauso wenig, was heute geschehen ist. Aber ich werde es nicht zulassen, dass du die Verantwortung für die Ungerechtigkeiten dieser Welt trägst. Hast du nicht heute auch Angst ausgestanden? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, dass du nicht einsiehst, dass wir beide für alles bezahlt haben. Ich wünsche Santana alles Glück dieser Welt. Aber ich will auch glücklich werden. Ich weiß. Ich war einsam und hatte oft Angst. Ich weiß nicht, ob das Schicksal es so wollte. Und hattest du nicht dieselben Gefühle? Ja, die hatte ich. Und? Spielte das eine Rolle? Du durftest mich nicht lieben und doch hast du deine Verzweiflung nicht gezeigt. Hast du vielleicht deswegen weniger gelitten? Nein. Gruß, was auch Santana von jetzt an durchmachen wird, keiner. Keiner, weder du noch ich kann ihr helfen. Ach, eben. Hört sich das herzlos an? Nein, nicht herzlos, nur sehr ehrlich. Aber? Nein, es ist... einfach nur hart. Ich weiß. Wir haben es versucht. Wir haben es so lange versucht. Wir haben darum gekämpft, uns voneinander fernzuhalten. Dann haben wir alles getan, um zusammenzubleiben, und der Preis war hoch. Aber soll ich dir eins sagen, Cruz? Wir sind noch hier. Unsere Liebe ist noch stark. Wir haben noch eine Chance. Ja. Aber leicht wird's nicht werden. Du musst daran glauben. Weißt du, die Einsamkeit und all die Schmerzen haben wir hinter uns gelassen. Ich liebe dich. Das fühle ich aus tiefstem Herzen. Egal, was ich sage oder wie unbeholfen ich mich anstelle. Vergiss das bitte nie. Das werde ich nicht. Cruz, Liebster, wir haben eine Verantwortung. Wir müssen das, was das Leben uns schenkt, annehmen. Aus unserem Leben müssen wir etwas machen. Und wir können so glücklich werden, wenn wir es nur zulassen. Aber lass mich nicht so lange warten. Sophia? Mason, ich dachte, du wärst ins Bett gegangen. Ich konnte nicht schlafen. Willst du nicht etwas essen? Ich könnte mir vorstellen, du bist hungrig. Nein, bin ich nicht. Sag mal, ist irgendwas? Ich mache mir so meine Gedanken. Die Dunkelheit. Sie ist das Schlimmste, wenn man allein ist. Und wenn man jemanden verloren hat, ist es umso schwerer. Da hast du recht. Nur versuche ich nicht mehr länger traurig zu sein. Nun, was ich meinte, ist, dass es dennoch nicht leicht ist, weil man an den Dingen festhält. Ich versuche trotzdem, positiv zu denken. Man darf sich natürlich nicht unterkriegen lassen. Ich muss noch eine Menge lernen, aber ich bin schon weit gekommen. Mason, wohin bist du damals gegangen? Wieso? Ich will dir jetzt deswegen wirklich keine Szene machen, Ich frage mich nur, mit wem hast du dich auseinandergesetzt? Du denkst, ich hätte es nicht selbst geschafft, mich zu verändern. Doch, doch, natürlich. Du traust dem nicht. Ich finde nur, deine Veränderung kam etwas plötzlich, das ist alles. Und was meinst du, woran das liegt, Dad? Ich glaube nicht, dass sich meine Theorien interessieren. Du irrst dich. Sie interessieren mich sogar sehr. Na schön. Also gut. Ich bin ziemlich besorgt, was die Nachwirkungen einer persönlichen Tragödie angeht. Da ist man allzu offen für neue Philosophien und Einstellungen.
Man hofft auf einen Zauber, der den Schmerz lindert. Nur das Furchtbare daran ist, wenn man sich an das Neue gewöhnt hat und das Leid sich wieder einstellt, es ist manchmal schlimmer als vorher. Und genau das möchte ich dir nicht wünschen. Es handelt sich nicht um eine vorübergehende Verwirrung. Es ist mein neuer Weg. Tja, wenn du mir das so sagst. Ich fühle jetzt Dinge, bei denen ich nicht im Traum daran gedacht hätte, dass sie möglich sind. In all diesen Jahren war ich doch beherrscht von Zweifeln und von Zorn. Alles nur Verschwendung von Energie. Es kommt mir heute vor, als wäre es jemand anderem passiert. Und das in einer Woche, Mason? Ist es deswegen vielleicht weniger wert? Du glaubst es immer noch nicht, Dad, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, du möchtest so eine Art Zeichen sehen. Nun, ich zeige dir eins. Nein, das ist nicht nötig, mein Junge. Ich möchte dir etwas sagen. Was sagen? Ich glaube, es ist der Grund, weshalb ich nicht schlafen konnte und weshalb ich nach Hause gekommen bin. Es ist etwas, was ich dir sagen muss. Es ist vielleicht ein wenig überfällig, aber ich meine jedes Wort ernst. Ich liebe dich, Dad. Wir haben uns in der Vergangenheit so wehgetan. Sehr sogar. Aber ich möchte, dass es endgültig vergessen ist. Vergeben und vergessen. Schön, Mason. Also raus damit. Was hast du? Was willst du?